Woran erinnert dieses Bild? Na, an den DAX-Verlauf. Nämlich vor wenigen Minuten, der Markt schoss erst auf der einen Seite nach oben. Ich versuche es mal hier so halbwegs mitzukriegen. Dann auf der anderen Seite fast genauso steil wieder runter. Das im 15-Minuten-Chart heute. Also Aufregung auf jeden Fall. Wer Bewegung liebt, der ist an den Märkten aktuell richtig aufgehoben. Das Ganze ist nicht nur beim DAX so. Dort war es jetzt vorrangig oder sehr, sehr stark. Auch die amerikanischen Indizes haben das mehr oder weniger mitgemacht. Also heftige Bewegung in die eine und in die andere Richtung. Jetzt nach dem Abschwung scheint es sich allerdings ähnlich steil wieder zu erholen. Also wir können uns mal zurücklehnen, ein bisschen mal zu gucken. Während ich jetzt dieses Video mache, ist gerade hier der nächste Arm eigentlich schon wieder auf dem Weg nach oben, und zwar ähnlich schnell. Was heißt das Ganze? Das heißt zumindest mal, dass man nicht wirklich weiß, was passiert, dass man Panik hat. Entweder auf der Aufwärtsseite was zu verpassen, um Himmels Willen nicht dabei, mit dabei zu sein. Wir müssen ganz schnell was tun, aber eben umgekehrt auch ganz schnell wieder die Position abzugeben. Das ist auf jeden Fall mal ein Zeichen dafür, dass die Ruhe im Moment bei den Entscheidern nicht gegeben ist. Das kann an ganz vielen Punkten liegen. Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht rausgefunden, woran es jetzt liegt. Nachrichtenseitig habe ich jetzt nichts gefunden, wo ich gesagt habe, das muss es jetzt aber sein. Und noch dazu, ich bin ja nicht alleine nachrichtengläubig, dass man sagt, naja, aber diese eine Nachricht, die bewegt jetzt wirklich den Markt. Trotz alledem, wir wissen natürlich, dass einzelne Nachrichten schon Einfluss auf die Märkte eben haben und zumindest mal kurz für Nervosität sorgen. Viel wichtiger ist für mich aber nicht unbedingt die Nachricht, denn die kann man so oder so interpretieren. Wir kennen das von den Notenbankentscheidungen, wo man sagt, oh, ganz schlechte Wirtschaftsnachrichten, ey, das ist doch cool, das heißt, die Notenbank pumpt wieder Geld rein, das ist wieder gut. Das allerdings ist ja wieder der Hinweis dafür, dass die Situation eigentlich schlecht ist. Also ist es jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht? Da will ich mich gar nicht mehr einmischen. Da sage ich mir, sollen das die Marktteilnehmer entscheiden? Das wird gerade in diesem Moment an den Märkten ausgefochten, denn die Bewegung ist so heftig und so schnell aktuell, dass man ganz klar erkennen kann, da wird gerade gebettelt miteinander, eine Schlacht geführt, die Bullen gegen die Bären, und man weiß noch nicht genau, wer gewinnt. Der Ölpreis, der ist vielleicht auch interessant nochmal, der kam nämlich gerade hoch, vielleicht kann man da nochmal einen Shorty sich im Hinterkopf behalten, so habe ich es zumindest mehr in Erinnerung, zuletzt runter und ein bisschen wackelig hoch, könnte beim Zwischentiefbruch nochmal einen Short geben, vielleicht mal ein Auge drauf werfen, aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus. Der Goldpreis, der kämpft sich ein bisschen nach oben, der hat aber nicht wirklich den Schwung mitnehmen können, den es im Moment an den Aktienbörsen gibt. Das heißt, was nicht stattgefunden hat, waren Gewinnmitnahmen auf längerer Sicht, die dann dazu geführt haben, dass Gold auf einmal als Ersatzwährung kräftig gekauft wurde. Nein, im Gegenteil, man hat hier ganz dezent einfach ein bisschen nachgekauft, aber es gab keine heftige, keine sehr starke Bewegung, die den Markt jetzt hier nach oben gepusht hat. Das vielleicht mal als Hinweis, dass offensichtlich die Panik noch nicht groß genug ist, dass man sagt, um Himmels Willen, ich muss jetzt ganz schnell hier raus und irgendwo rein, wo es sicher ist. Und da ist Gold zumindest mal eine Variante, die einerseits schnell umzusetzen ist. Betongold ist auch cool, dauert aber in der Regel immer viele Wochen, bis man da irgendwie was kriegt. Genehmigungen sowieso, habe ich gerade gelesen, die sind rückläufig. Wir haben Wohnungsnot, aber die Genehmigungen, die gehen zurück. Na, was für eine geile Kombination ist das denn? Da hat wieder irgendjemand nicht nachgedacht. Wir werden es in den Nachrichten dann hören, was für kluge Argumente dafür sprechen, immer weniger Genehmigungen auszusprechen, weil wir doch so viele Wohnungen brauchen. Mir erschließt sich das Ganze nicht. Na gut, in diesem Sinne will ich eigentlich nur noch mal darauf hinweisen, heute ist Montag, das ist Ihnen wahrscheinlich auch bewusst, und montags gibt es typischerweise wenig Nachrichten, also heute Wirtschaftsnachrichten im Kalender eher weniger vertreten oder zumindest mal nichts wirklich Relevantes, Wichtiges, sondern wir können davon ausgehen, dass das Momentum heute aktuell eben aus, was weiß ich, welcher kurzfristigen Stimmung auch immer dann entstehen kann, sollte und dürfte. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie heute die richtigen Entscheidungen treffen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind und der für Sie oder zumindest mal für Ihr Depot, nicht unbedingt für den Markt, aber für Ihr Depot nach oben weist, das wäre natürlich das Beste. Und in diesem Sinne drehe ich mich noch einmal im Kreis, wie es der Markt auch getan hat, und wünsche Ihnen für heute alles Gute. Bis zum nächsten Mal.